Bis auf die zweite wurde gerade in den Korpus gescheppert. So kann man das auch sagen, dass... Was? So kann man das auch sagen, dass man geimpft wurde. Merkelsaft wurde gerade in den Korpus gescheppert. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Technische Säure 7. Du Fotze, ich hab grad meine Aufnahme noch nicht mehr gestartet. So, ich hab mir vor ein paar Tagen, also wenn die Folge online kommt, schon vor ein paar Monaten den Merkelsaft in den Arm scheppern lassen. Der tut nur noch leicht weh heute. Das ist gut. Und wir sind wieder weg. Geil, oder? Richtig geil. Ja, scheiße, ich brauch Tin dafür. Da müssen wir erstmal Tin farmen. Tinder? Das ist echt ein interessantes Thema. Habt ihr Tinder? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Cortmo holt sich jetzt auch Tinder. Bin echt am Überlegen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, außer dass ich irgendeiner Firma, ich weiß nicht, woher Tinder kommt, aus welchem Land und wer das erfunden hat, meine Daten in den Arsch schieb. So, aus der IT-Sicht der Dinge ist das schon ein bisschen beschissen. Jede weitere App auf dem Smartphone ist generell beschissen. Na, das kommt auf die App an, weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mir 10-mal irgendwie die magische Miesmuschel-App installiere, ist die, glaube ich, nicht ganz so verwerflich. Außer die scammt dir auch hardcore deine Daten. Ich glaube, dass gerade die magische Miesmuschel-App dir alles wegscammt. Ah, nein! Warte, Malachit konnte man fressen, oder? Ja. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Du hast mich angelogen. Ja, aber kurz hast du es geglaubt. Weiß ich, hab ich das austestet? Sehe aus, als wüsste ich alles. Ja, jetzt hast du ja austestet. Weiß ich das auch. Und davor hast du mir einfach geglaubt. Ja und? Ist das ein Problem? Ja, anscheinend schon. Aha. Willst du Stress? Komm doch her. Treffen wir uns hinterm Rewe. Wir müssen doch einen Rewe bauen. Bau dieses Jahr ein Rewe, aber auf deiner Insel ist kein Platz mehr, also musst du irgendwie einen Klostershop bauen oder sowas. Nee, auf meine Insel kommt so ein kleines Dorflädeli. Ein Klosterlädeli. Ja. Was ist deine Meinung zu Tinder? Also ich dachte Merkelsaft. Merkelsaft, ja, was ist deine Meinung zu Merkelsaft? Ich weiß nicht, ob wir uns auf das Niveau herunterlassen wollen, mit Impfgegnern zu diskutieren. Schwierig. Schwierig. Aber ich habe eh keinen Respekt vor solchen Leuten und es interessiert mich nicht, denen das ins Gesicht zu sagen. Davon distanziere ich mich jetzt mal ganz gekonnt. Wir sind nämlich keine Politik-Sendung, wie jeder weiß. Doch. Ich finde einfach Menschen, die keine Ahnung haben, wie Impfen funktioniert, sind absolut behindert, weil sie nicht wissen, wie Biologie funktioniert. Ihr seid einfach nur dumme Leute. Ihr seid einfach straight up dumm. Und wenn ihr euch nicht weiterbilden wollt, dann kann man euch auch echt nicht weiterhelfen. Entschuldigung. Meine Meinung. Und ja, wir leben in einem freien Land. Ich kann das sagen, dass ich euch verblödet finde. Wenn ihr ein Problem damit habt, dürft ihr mir gerne ins Gesicht sagen, dass ihr ein Problem mit mir habt. Aber mehr auch nicht. Das ist doch völlig in Ordnung. Merkelsaft. Wir waren bei Tinder. Ja, das finde ich eine tolle Idee. Echt? Auch nur, weil du sehen willst, was passiert, oder? Ja. Man merkt das immer so. Von anderen Leuten, dass das richtig toll ist. Deswegen mache ich gerade Tin. Pulverize gerade Tin. Ich habe gerade Copper pulverized. Wie nervig ist das gerade, alle 5 Sekunden Disconnect? Minimal. Ich weiß, wie wir letztes Jahr das Problem gelöst haben.
Und wie? Nee, das war ein anderes Problem. Okay. Nevermind. Welches Problem war das denn? Weißt du noch, wie ich immer versucht habe zu connecten und immer instant disconnected bin? Ja, das war ich, der dich gekickt hat. Nee. Doch, tatsächlich schon. Da willst du mich eigentlich verarschen. Nee, was war denn das? War ja auch immer eine Remote-Host-Meldung und die habe ich bekommen, weil ich zu lang connected habe. Dann haben wir ja verändert, indem wir den Ping hochgestellt haben von dem Server, dass der nicht immer nachzieht. Ah, das habe ich aber schon gemacht. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich habe noch eine Idee. Mhm. Erzähl mir von deiner Idee. Ich werde jetzt warten, bis diese Remote-Host-Meldung kommt. Dann werde ich mal ganz gekonnt, wo ist es denn? Dann werde ich mal eben ganz, ganz schnell hier mal, wo habe ich das? DNS-Record. Dann werde ich mal eben mir die Zahlen-IP rauskopieren und solange ich die in dieses Spiel eingebe, seht ihr nochmal das Intro, weil das habe ich schon wieder vergessen. Und da ist er auch schon. Die Zahlen-IP. Jetzt gerade gezeigt? Nö, die habe ich nicht gezeigt. Ehre! Er hat einfach mal die Zahlen-IP geleakt. Blatt geleakt. Vielleicht funktioniert das jetzt so. Wer weiß. Mal gucken, wie lange das hält. 3 Minuten. Warte, ich bin immer noch nicht... Was bist du? Deppert. Ja, das kann sein. Warum haben wir eigentlich keine Musik mehr? Jetzt ist, jetzt machen wir mal das hier. Das ist doch Ehre. Das da. Danke. Du hast es aber geglaubt. Ich hatte dich kurz. Kurz hatte ich dich am Haken. Da habe ich dich zappeln lassen, dann bist du doch noch abgesprungen. Oh mein Gott. Ich habe immer noch Bock auf Pommes oder so ein Fisch oder so. Fisch jetzt. Bam, oh, lecker Bäckchen. Oder auf diese veganen Hähnchen-Dinger. Ja, ich werde mir... haben wir gar nicht... mein Hirn ist komplett tot gerade. Wir haben darüber gar nicht geredet, ob wir uns was zu essen machen wollen. Und... Na, du... Oh mein Gott, du hast mich gerade sowas von gesaved. Was? Da ist gerade ein Trumpet Skeleton angekommen. Das von hinten die ganze Zeit schon gehört. Es stand vor mir. Warum? Du hast die einfach kopiert, die Meldung. Was ein Joke, Mois. Wir waren reden über Essen und ich hab mir gedacht, ich werde mir gleich Soja-Nugget holen. Also Fake-Hähnchen-Nugget. These Nugs. Für alle, konservativen Wähler unter uns, das ist kein Fleisch, das ist vegetarisch. Für alle Grünwähler, wir tun auch was für euch. Wir hassen euch trotzdem. Das ist vegan. Das ist vegan, ich bezweifle, dass das vegan ist. Cool. Apparently komme ich jetzt langweilig. Nicht mehr auf den Server drauf. Was ist langweilig? Grinden? Ja.
Es ist auf einmal Nacht geworden. Übrigens, das geht nur, wenn du da Rechtsklick spammst, ne? Das weißt du ja jetzt. Nee, das kann man noch gedrückt halten. Hab alleine ich rausgefunden. Klar. Lass mich raten, ich bin jetzt kurz auf dem Server und bin direkt wieder gekickt worden. Warum? Internal Exception, Java IOE Exception, eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote ausgeschlossen. Kannst du mal den Server eben verlassen? Weil komischerweise geht's dann. Warte, ich verlasse den Server mal. Bin runter. Danke. Merkelsaft. Oh, schön, dass du das... Und gekickt worden. Also irgendwas ist da komisch auf dem Server. Ah, nee. Schön, dass du das ganzes Jahr geglaubt hast, dass da was am Server nicht stimmt. Du hast mich jetzt nicht achtmal... Oh mein Gott. Wie Ficky auch noch. Oh, schade. Wollte ich das letztes Jahr gegen Ende auflösen, aber wir hatten ja kein wirkliches Ende. Oh, aber schön, schön. I will remember this betrayal. Ein ganzes Jahr, das fand ich schön. So, ich habe jetzt alles durchgegrindet. Dich grinde ich als nächstes. This means war. We'll what? Never find me, Gordon. Why? I did nothing wrong. You've betrayed me. Why? You've bamboozled me. No, I did not. You've lied to me. The fridge is a lie. You betrayed me. I disagree with you. So. Oh no, ich hab was falsch gemacht. Oh no. Let me not sky. Give it up, Sky. Ah, deswegen habe ich Holz gefarmt. Schon gefragt, warum ich Holz farm. Warum farmst du Holz? Weil ich einen Piston crafte. Jetzt habe ich einen Piston und jetzt habe ich einen Pulverizer. Irre. Damit werde ich jetzt erstmal ein bisschen pulverizen. Okay, jetzt brauche ich eine Tank. Ich brauche jetzt einen... Und zwar nicht irgendeinen Tank, sondern einen Ender-Tank. Ender-Link-Chest.
Oh no. Oh no. Oh no. Was? Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. What? Erinnerst du dich noch daran, wie wir immer einen Endotank hatten, den man mit Farbe einstellen konnte? Boah, den habe ich nie benutzt. Ja, weiß ich. Ja, den haben wir hier nicht. Okay. Den brauchen wir aber. Nee. Tesseract everything. Haben wir einen Tesseract? Okay. Yep. Der ist eigentlich so simpel zu... You dense motherfucker. Ja, der ist mega simpel zu craften dieses Jahr. Mogst mich eigentlich Simbiller, ich hab hier extra mich hier rangearbeitet für den Endertank und dann kommst du mir mit so einem Schaß an, dass diese Schaß-Mod nicht mehr da ist. Woher soll Simbiller, ich spick dich. Oxybiller! Wo kriegt man Darksteel her? Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ja. Okay, dann machen wir das doch mal. Was mache ich gerade hier? Alter. So. Das heißt, das machen wir schon mal nicht. Ich brauche irgendwas zu essen, das geht nicht mehr. So, let's make a pot. Boah, hier sieht man ja gar nichts. That makes it even worse. Okay. Ich werde mich darum kümmern jetzt sofort. Worum wirst du dich denn kümmern? It's time. It is. Fuck. Haben die den Schaßmod umbenannt? Das kann's doch echt nicht sein. Doch, doch, das kann's schon sein. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Warum heißt er nicht mehr Harvester? Du wolltest nicht in die 1.7 zurück. Ja. Wegen dir haben wir den Scheiß hier. Jetzt hätt's fressen, ja? Ich hab's ja nur mal sagen wollen. Okay. Weil so wie ich finde, geht es gar nicht hier. So, geht einfach nicht. Um den Smartphone. Okay. Einen Plant Gatherer. Brrr.
Plant Sour, Plant Fertilizer, Plant Gap, Plant Interactor. I've got plenty. Gibt's irgendwie einen Crop? Gibt's irgendwie einen Farmer? Nelson Müller hat einen Farmer. Okay, einen Plant Gatherer. Oh nein! Was kommen wir mit? Oh, geil! Ah, Latex! Latex Processing Unit! Ich hab was zu essen, Alter! Oh, die bringt einen ganzen Hungerbalken. Ich glaube es nicht. Ich muss irgendwas anpflanzen, womit man einen Stock machen kann. Gibt's doch nicht. Ich brauche eine Latex Processing Unit. Das kann ich echt nicht. Echt? Echt? Ja? Echt? Na. Komm schon. Na, lüg mich nicht an. Geil. Beans werde ich jetzt anpflanzen. Scheiß auf Beans. Dieses Weed. Wir haben jetzt 20 Minuten erreicht. Wir müssen sie leider mit einem Verständnis dafür haben, dass wir diese Folge ab sofort beenden werden. Wenn sie weiterschauen wollen, Beans. Dann schalten sie doch morgen wieder ein, denn es heißt Beans! Bing, 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 bing.